Ich bin Jan, Sänger und Songwriter von der Band Chaos Bay. Progressive Metal, so haben wir angefangen und so labeln wir uns immer noch. Es ist nicht ein Song, Chaos Bay Musik ist ein Gesamtklang, ein Gesamtwerk, eine Welt an Klang, Musik und auch Inhalt. Geile Energie entsteht beim Zusammenspielen und wir wollen das natürlich den Leuten auch ein bisschen mit präsentieren. Aber trotzdem beinhaltet ja der Begriff Progressive Metal, dass Einflüsse drin sind, die auch aus ganz anderen Richtungen kommen. Man muss es schon sehen und sich mit uns beschäftigen, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Jetzt geht's hoffentlich bald mal richtig los. Das neue Album heißt Asylum. Anlass ist die Flüchtlingskrise vor 5 Jahren, die sich bis heute ja immer noch politisch und auch in den Köpfen der Leute aktuell ist. Ich fand krass, was passiert in einem Land, in dem man eigentlich keine Sorgen um irgendwas haben muss. Dass plötzlich solche Ängste auftauchen, das fand ich sehr erschreckend, das hat mich sehr beschäftigt, deswegen wollte ich darüber was schreiben. In dem Album betrachte ich diese Thematik, das Problem auch global, aus den verschiedenen Perspektiven. Das, was in den letzten 2 Touren nach unserer 3-jährigen Bühnenpause, was da wieder auf der Bühne entstanden ist, das war anders. Krass, wie wir uns alle einzeln entwickelt haben und wie wir das perfekt in einem Kraftpaket in der Band bündeln können. Das lag daran, dass wir rausgegangen sind in die Welt, dass wir nach unserem Musikstudium viel Live-Erfahrung auch für andere Bands gesammelt haben. Ehrgeiziger denn je. Natürlich das Schlagzeugspiel, ganz klar, das ist natürlich sehr energetisch, wenn man Patrick beim Schlagzeugspielen zuguckt, das ist einfach geil. Wo ich dann sofort wusste, ey, da kann man richtig dazu abgehen. Jan ist ein genialer Musiker, ein toller Songwriter. Er halt auch als Bandchef macht das sehr gut. Ein sehr fokussierter Mensch. Ihm liegt die Band am Herzen und er will auch, dass was passiert. Ja, also die ganze Truppe ist halt super lustig. Wir passen menschlich und musikalisch sehr, sehr gut zusammen. Und es ist schön, mit einer Truppe unterwegs zu sein, die man freundschaftlich leiden kann, die aber auch ein bisschen was zu sagen hat. Wir machen da gerne viel Quatsch zusammen und verstehen uns ganz gut. Haben auch früher im Studium, waren wir sehr gut miteinander befreundet. Wir sind dann zusammen in einer anderen Band gewesen, zumindest 3 von uns. Irgendwann wurde ich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann bei Chaos Bay einzusteigen. Und ich habe es dankend angenommen, das Angebot. Ich habe letztes Jahr, 2019, angefangen, Demos zu schreiben für das Album. Und wir haben auch bei der Tour schon einige erste Singles davon gespielt und dann wurde relativ schnell klar, das ist ja unser 2. Album, dass das wieder ein Konzeptalbum sein soll. Deswegen sollte man auch immer die Alben durchhören und die Musik als Gesamtkunstwerk hören. Wir sind keine Single-Spotify-Listen-Artists, sondern man muss es schon sehen und sich mit uns beschäftigen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut.